betroffen. Glücklicherweise hat sich gestern schon Frau Sieke Marchfeld bereit erklärt, für die erkrankte Karin Mammus die Leitung zu übernehmen. Unser Tenor Joshua Weidner hat gestern noch mit seiner Erkältung gekämpft, um nach der Generalprobe feststellen zu müssen, dass seine Stimme weg war. Das war natürlich eine besonders heikle Aufgabe. Gott sei Dank hat sich heute Morgen Thorsten Hoffmann im Staatsgarten Stuttgart bereit erklärt, ohne Generalprobe spontan heute Abend einzuspringen und das Konzert zu retten. Das ist ihm sehr dankbar. Nun eine etwas erfreulichere Mitteilung. Wir sind glücklich, dieses Jahr unser Konzert eröffnen zu dürfen mit einer Uraufführung. Der Komponist Hans-Dieter Kunz ist ein Zeitzeuge, er weilt unter uns und möchte ein paar Worte zu seiner Person und zu seinem Werk sagen. Etwa in diesen Stunden haben britische Bomber Heilbronn zerstört. Es war kein Stein auf dem anderen, hauptsächlich in der Innenstadt. Ich habe das 14 Tage später erst gesehen. Und das Infame an diesem Angriff war, wie in den anderen Städten, Pforzheim und Dresden auch, wurden diese Angriffe in zwei Wellen ausgeführt. Die erste Welle, die war vom Stab, keine Stabbrandbomben, sondern das war das zweite, Brandbomben und Luftminen ab. Und die haben also die Häuser zusammenfallen lassen. Und jetzt in Farbeweise kam Phosphor drauf und Stabbrandbomben. Und das hat bedeutet, dass etwa 75%, genau kann man es nicht sagen, der Toni später an Kohlenbomben sind gestorben sind, die den ersten Angriff noch überlebt haben. Ich selbst war in Frankreich an der Front in Neubreisach und habe den Schein, den roten Schein im Himmel gesehen. Wir haben vermutet, das ist vielleicht Freiburg oder wenn es weiter ist, Karlsruhe. Und ich habe dann 14 Tage überhaupt nichts gehört und nach 14 Tagen kam der erste Brief meiner Frau, meiner damaligen Freundin und da stand in dem Brief drin, wir haben heute deine Eltern mit Schweigen beerdigt. Und das war für mich natürlich der Punkt, wo ich dachte, da muss man irgendwas dazu machen. Und jetzt dieses 75-jährige Wiederholung dieses Tages hat mich dazu gebracht, diese Komposition zu schaffen. Und als Komponist war mir das ein sehr großes Anliegen, meinen Eltern gegenüber, allen Opfern gegenüber und allen Kriegsfreunden gegenüber, dass man sieht, was da alles passieren kann. Als ich die Zusage von Herrn Oberbürgermeister Berger bekam, dass ich die Uraufführung hier in der Kriegerskirche spielen darf, habe ich mir ein Zwerg gemacht. Und zwar schrieb ich die Dichtung Heilbronner vor, Heilbronner Inferno, eine symphonische Dichtung in der Besetzung Philharmonischer Chor Heilbronn, Streicher und Holzbläser des Staatsorchesters Stuttgart, Solo Piano von Adrian Behrung und nicht zuletzt die Zuspielungen von meinem Freund Joe, der also vieles getan hat, damit es aufhörbar ist, also Joes Gehirn. Ich würde kurz noch was zu dem Werk sagen. Es fängt an mit getragenem Tempo, es spielt die vom Kriegsgeschehen beherrschte Stimmung wieder. Sirenen verkünden den Fliegeralarm, das höchste tägliche Treiben, der vor dem Gang in den Keller, er hat sich was zum Essen mitgenommen, was braucht man jetzt leider, kommen Sie nicht, das Unsichere. Das wird also dann durch das Klavier mit den Triolen und mit einem gewissen Hektik, wird es dann dargestellt. Später
kommen dann die Bombeneinschläge, Aufnahmen von der BBC im Original, also nicht von Heilbronn, aber Originalaufnahmen von BBC. Und in diese detonierenden Geräusche kam eine Glocke, die soll symbolisieren, dass durch 8 Schläge die 10 Uhr Zeit angedacht war, in der die meisten mit dem Tod kämpfen oder ums Leben kämpfen, wie man sagen will. Und das war eigentlich so das Wesentlichste von dem Stück. Und die Gesamtleitung hat Ulrich Waldorfer und ich freue mich. Wir haben gestern Generalprobe gemacht und er hat es so fantastisch dirigiert, dass er also große